genauso stark sind wie ihr, wenn nicht stärker. Moin, moin, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Backen Keys. Der Folge spielen wir am Hühnchenofen Arsch, aber zuerst spielen wir eine Runde Survival Games. Jo, was gibt's da zu sagen? Genau, ich bin hier gerade in einem TS-Channel drin vom Gabriel Sogabraten, das ist der YouTuber, eben Pokeks. Ja gut. Jedenfalls deshalb, wenn hier mitten in der Aufnahme jemand reinkommt, dann muss ich wahrscheinlich neu starten. Und ja, außer der erlaubten halt die Aufgabe weiterzuführen. Na gut, ach ja übrigens, jetzt muss ich noch etwas Werbung machen. Der Ashe wird jedenfalls gehostet vom Thomas. Das ist so ein ganz nettes kleines Kerlchen von Wild Minecraft. Naja, nicht von Wild Minecraft, ihm gehört Wild Minecraft, der ist der System-Admin. Und ich würde euch empfehlen, nochmal dort nachzugucken, der Server ist echt nice. Ich bin zwar jetzt gerade nicht auf deren offiziellen TS, weil ich da irgendwie so ein bisschen rausgehoben wurde. Naja, nee, Quatschuld. Aber, jo, ich würde euch empfehlen, auf dem Server mal vorbeizuschauen. Das ist der beste, den ihr finden könnt. Angenehme Community, nette Leute. Und wenn ich nicht im Test bin, sondern im Chat, dann sind die Leute auch noch etwas nett zu mir. Na gut, ich würde euch jedenfalls empfehlen, dort vorbeizuschauen. Und dann werde ich jetzt cutten, bis die Aufnahme beginnt. Ich werde das hier jetzt verwenden für den Fall, dass ich neu bestarten muss, damit ich nicht die komplette Aufnahme neu machen muss. Die komplette Begrüßung. Weil die ist ehrlich gesagt der aufwendigste Teil von allem. Und dann bis gleich. Ja. Gleich beginnt die Runde. Das ist nice. Aus dem Braun innen weiß, das ist nice. So, Fischstäbchen. Fischstäbchen mit Mayo. Außen braun innen weiß, das ist nice. Jo, genug gesungen. Gleich kommt erstmal der Super Smash-Ansprecher bei Sekunde 3. Und wir machen meine Lieblingsmap, Pits. Die haben natürlich irgendwie. Keine Ahnung. Go! Alter, was war das? Ja. Tut's nice. Oh, Massakrierer. Oder wie der Fachmann sagt, Massakratoren. So, komm, komm, bam. Ach, genau. Das war nice. Geiler Scheiß. So, komm. Bam, bam, bam. 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 Und. Ich glaube, ich bin der Massakrator. Okay, das war wirklich cool. Muss ich mal sagen. Und da hinten ist noch jemand zu massakratieren. Massaker. Massaker. Der hat einen Butterslapper und den brauche ich. Um den Butter zu slappen. Slappt den Butter die ganze Nacht, Bitch. Aber ich glaube, von hier könnte er mich recht leicht runterwerfen, wenn ich nicht aufpasse. Ja. Okay, so muss eine Aufnahme aussehen. Okay, okay, das war recht nice. Geiler Scheiß, muss ich mal sagen. So, aber jetzt sah nicht übermütig, während den Hochmut kommt vor dem Fall. Bam, Biatch, Fall. Oh, und. Jo, okay, wenn wir jetzt noch einen Stick haben, finden tun werden sein, dann. Glaube ich, darf ich sogar ein bisschen hochmütig werden. So, das ist nice. Geiler Scheiß. Ja. Also so kann eine Runde von mir aus jedes Mal aussehen. Dann geht's jetzt weiter. Handschalt scheint jetzt wirklich einfach nur am Stick. Also von daher freue ich mich jetzt auch nicht zu. Na gut, notfalls sterben wir es halt an den nächsten Gegner weiter. Oder es schaltet hier an Essen, vor allem an dieser Map hier. Bei der Map hier schaltet es sehr früh an Essen. Okay, es wird auch nicht an Essen scheitern. Ah, wenn jede Runde so wäre. Wenn man schafft direkt ein besserer Ort für Menschen.
gut, ich werde mir bald demnächst das Warrior-Kit aussehen, holen, dann wird es wahrscheinlich wirklich jedes Mal so aussehen. Also der Map ist es vor allem einfach zu sterben, einfach nur indem man entweder aus Dummheit in Lava fällt oder in Lava geschubst wird. Scheint schon jeder Gute zu haben. Hä? Okay. Oh, wir haben... Doch besser kann die Runde nicht werden, oder? Ich will mich ja nicht beschweren, aber da wird mir schon fast zu viel in den Schoß geworfen. Das ist mein Hero. Oh, die Adrenalin-Szene gerade einfach. Ich glaube, ich werde das komplett unter Zeitraffer setzen. Na gut, beim 10. Versuch glaube ich. Nee, nicht 10, 11. Versuch, 10. Versuch war vorhin. Funktioniert die Runde auch einfach. Also ich muss das jetzt einfach mal sagen, bei den ganzen YouTube-Leuten da, die gewinnen ja echt jede Runde. Das liegt einfach nur daran, dass die sie verlieren nicht reintun. Tue ich auch nicht, aber ja, ich sag euch dann wenigstens, wie viele Male ich es neu versuchen musste. Weil das gibt ansonsten ein komplett falsches Bild von Survival Games. Und ihr müsst immer denken, spielt mit Leuten, die... Genauso stark sind wie ihr, wenn nicht stärker. Und da ist jetzt eins dieser stärkeren Personen. Ja, das war's. Aber die Runde war gut. Jedenfalls, und da denkt man wirklich auch, dass man selber einfach nur, weil jeder jede Runde gewinnt, mal auch jede Runde gewinnt, aber die anderen denken das auch und so durchkommt dann mal Enttäuschung und eine Person, die einmal Glück hat, beim nächsten Mal verliert sie dann wieder. Ja gut, das ist auch gut so. Irgendwelche 23 Leute müssen ja verlieren, ansonsten würde es dir gar nicht zustande kommen können. Wenn der Gewinner wäre, das ja nichts Schönes mehr, Gewinner zu sein. Na gut, das war aber eine tolle Runde. Wie viele Coins habe ich dadurch jetzt bekommen? Weil ich nehme demnächst auf jeden Fall das... Nennt sich das nochmal... Nennt sich das Kit nochmal... Da, hier. Hallo? Hier, bei Permanent Skills. Kann ich jetzt nicht machen, schade. Na gut, war auf jeden Fall cool. War eine gute Runde. Na gut, bis dann, Leute. Ciao!